Willkommen zurück, meine Freunde. Heute geht es in eine neue Welt bei Super Mario 64, nämlich in die Piratenbucht Panik. Aber bevor wir das machen, gibt es hier noch einiges zu erkunden. Nämlich hier oben befindet sich normalerweise, soweit mein Wissensstand ist, ein One-Up. Wenn ich jetzt da mal hochkommen würde, in diese kleine Öffnung da oben. Und da hätte es auch geklappt, endlich. Oh mein Gott. Ja, da gibt es nämlich einen Pilz, der auch sofort wieder weg ist. Ja, man sollte da wirklich sehr, sehr schnell sein. Und da müssen wir aber erst hier rein, denn da gibt es nochmal eine Öffnung und die führt uns zu einem neuen geheimen Stern. Und wo müssen wir da hin? Ui! Wir sind in einem Aquarium. Oh, ist es nicht schön? Hier ist natürlich das Ziel ganz klar offensichtlich. Wir müssen hier die 8 roten Münzen einsammeln, damit wir den geheimen Stern von diesem kleinen Aquarium bekommen. Und wieso ist dieser Raum nur so gefüllt mit Wasser? Das ist brutal. Also wirklich ein ganzer Raum nur gefüllt mit Wasser und nirgendwo läuft es ab. Irgendwie physikalisch unmöglich. Es sei denn natürlich, hier wurde sehr, sehr viel mit Dichtungsmasse gearbeitet. Aber ich kann keinen entdecken. Egal. Kümmern wir uns erstmal um die 8 roten Münzen. Das sollten wir auch gleich haben, denn das hier ist, glaube ich, die 6. Ja, genau so ist es. Und dann fehlen noch 2 Stück. Also wirklich ist es sehr einfach. Einfach in der Mitte die 4 und dann unten auf dem Grund die 4. Und dann hat man es auch schon geschafft mit den 8 roten Münzen. Und man sagt auch, ja gut, die geheimen Sterne sind eigentlich fast geschenkt. Denn, ich weiß auch nicht, die Entwickler haben sich gedacht, komm, wir machen jetzt eine gerade Zahl, machen 120 Sterne anstatt 105. Weil es gibt 15 geheime Sterne und, 15 geheime und 105 Levelsterne. Und die müssen wir natürlich alle bekommen und dazu zählt leider dieser Stern auch. Und den hätten wir auch schon. Somit haben wir 18 Sterne. Gott sei Dank hätten wir das hinter uns. Dann können wir uns endlich mal dieser geilen Welt widmen. Ah, Piratenbucht Panik, eine meiner Lieblingswelten. Also noch, ist zwar mit Wasser, aber noch nicht so kompliziert wie die andere Wasserwelt. Ihr habt schon gehört, es gibt nämlich 2 hier bei Super Mario 64. Tauche in das Schiffswrack. Ja, natürlich eine meiner leichtesten Aufgaben. Und am Anfang in dieser Welt ist wirklich alles sehr, sehr düster. Also es sieht auch wirklich sehr, sehr düster aus. Man muss nur mal gucken. Also überall Nebel, der Himmel ist ganz dunkel. Aber warum ist das so? Warum ist das hier nur so? Ich weiß es nicht. Da unten ist auf jeden Fall ein riesiges Schiffswrack. Mit ein paar kleinen Grafikfehlern erkennt man es dann auch endlich. Und dieser Aal hier, der muss da raus. Und schauen wir mal, ob wir den hier rausbekommen. Normalerweise ist es so, wenn man sich hier kurz vor dem aufhält und dann einfach kurz wegschwimmt, dann kommt er raus. Aber das werden wir gleich mal testen, ob das klappt. Somit tauchen wir jetzt erstmal hier rein, dass wir wieder ein bisschen Luft bekommen. Die 100 Münzen sollten hier eigentlich nicht das Problem darstellen, glaube ich. Vor allem auch nicht mit den 8 roten Münzen. Denn das ist ja eigentlich immer der Plan. Also die 8 roten Münzen mit den 100 Münzen verknüpfen. So kann man eigentlich nichts falsch machen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Aal schon weg ist. Weil wenn nicht, müssen wir uns nämlich nochmal vor den stellen. Und uns ein bisschen vor ihm wackeln. So, bist du weg, Aal? Ja, er ist weg. Wunderbar. Somit können wir auch endlich in das Schiffswrack eintauchen. Sehr schön. Und dann wären wir hier. Und hier gibt es nämlich auch ein paar Schatztruhen, die wir erst öffnen müssen. Denn ansonsten wird da gar nichts passieren. Und ich glaube, hier war die Nummer 1, oder? Ja, genau, so ist es auch. Dann müsste sich links hinten die 2 befinden. Also hier. Ja, genau. Okay, okay, da habe ich schon draus. Dann befindet sich da die 3. Und die eine Truhe ist die letzte. Also die von uns gegenüber. Und dann heißt Schnelligkeit. Denn so kommt man nämlich ganz schnell nach oben. Denn das Wasser fängt jetzt an zu sinken. Beziehungsweise das Schiffswrack wird steigen. Also es steigt wirklich bis zur Meeresoberfläche. Und deswegen, umso schneller man hier ist, deswegen kommt man auch hier am besten hoch. Und da wäre nämlich der Powerstern für diese Mission. Und wir haben es auch schon geschafft. In Rekordzeit. Weltwunder, Weltwunder. 19 Sterne insgesamt. Und somit fehlen noch 101. Also wir haben schon fast die unter 100 erreicht. Es fehlen nur noch 2 Sterne, dann haben wir es geschafft. Das wäre doch gelacht, wenn wir dieses Spiel nicht zu 100% lösen werden. Aber gehen wir zurück ins Bild und zurück zur nächsten Mission. Und das wird folgende sein. Locke den Aal Kano heraus. Ja, ja. Eine meiner Lieblingsmissionen. So, mittlerweile haben wir es hier Tag. Also es ist nicht mehr so düster wie zuvor, sondern es ist jetzt Tag. Es ist wirklich strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und wir müssen uns um den Aal kümmern. Ja, und der Aal ist da vorne. Und da dürfen wir uns nicht treffen lassen. Aber zunächst gehe ich mal meine Leben ein bisschen auffüllen. Man sollte hier auch unbedingt ein bisschen mit den Leben sparen. Also wenn man es nicht gleich schafft, dann hat man nämlich ein Problem.
Denn wenn die Anzeige leer ist oder beziehungsweise voll ist, dann hat man keine Chance mehr, hier zu überleben. So, da ist der Aal. So, dann warten wir einfach kurz unter ihm. Er wird auf jeden Fall dann gleich rauskommen. Er darf uns bloß nicht treffen. Weil wenn er uns nämlich trifft, dann ist blöd. So, er kommt jetzt raus und ich glaube, er schwimmt bloß eine Runde und geht wieder zurück. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier einfach nur den Stern irgendwie greifen. Und natürlich hat es wieder mal nicht geklappt beim ersten Versuch. Aber kein Problem, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Oh mein Gott, jetzt hat er mich getroffen. Was? Und jetzt war ich paralysiert und... Oh Gott. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, Friends. Das gibt's doch gar nicht. So. Wieder ein bisschen Gehalt. Da gibt's zwar noch One-Up dazu. Aber jetzt müssen wir uns nur beeilen, dass der nicht wieder da reinschwimmt. Weil ansonsten war nämlich alles für die Katze. Oh mein Gott. Als ob. Als ob. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich glaube, ich werde sterben. Werde ich sterben? Nee. Also noch nicht. Und der Stern befindet sich gleich da unten. Und schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ja, gerade noch so geschafft. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gott sei Dank. Boah, noch ein einziger Treffer und wir wären endgültig kaputt gewesen. Hätten wir das nochmal machen müssen. Aber wir haben es geschafft, Leute. 20 Sterne auf die Hand. Perfekt. Und ab geht's gleich nochmal rein. Oh, ich liebe diese Welt. Ich hab sie so gern. Warum hab ich sie so gern? Ich weiß es nicht. Tauche zur Schatzhöhle. Unsere dritte Mission in der Piratenbucht-Panik. Und wieso heißt diese Welt eigentlich Piratenbucht-Panik? Keine Ahnung. Ich nehme mal an, eigentlich wegen dem Schiff. Wobei das Schiff eigentlich nicht so aussieht wie von einem Piraten. Aber man könnte es trotzdem meinen. Also lassen wir das einfach mal so stehen und tauchen zu unserer berüchtigten Schatzhöhle. Da waren wir übrigens vorher schon und der Aal, der schwimmt jetzt die ganze Zeit draußen. Also er steckt nicht mehr in dieser kleinen Höhle, sondern er will uns hier treffen. Irgendwann wird er uns bestimmt mal erwischen, so wie ich ihn kenne. Aber der soll uns jetzt im Moment egal sein. Wir müssen zu unserer Schatzhöhle. Auf das One-Up können wir eigentlich ganz gut verzichten. Und jedes Mal, wenn wir dieses Spiel ausmachen, gehen unsere Leben wieder zurück auf den Ursprung. Also die Leben werden leider nicht gespeichert. Vielleicht gab es diese Methode damals noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die bleiben leider nicht gespeichert. Diese bescheuerten Leben. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neue holen. Jedes Mal wieder. So, wo war denn hier die Nummer 1? Hier war die 1. Dann war hier die 2, genau, da war die 3 und da vorne ist die 4 und damit hätten wir es auch schon gelöst. Ja, das geht ziemlich schnell. Also die Welt ist wirklich auch nicht gerade groß. Ich finde die eigentlich relativ klein, die Piratenbruch-Panik. Aber es, keine Angst, es kommen noch viel, viel größere Welten und da ist es auch ein bisschen schwieriger, die ganze Welt erfolgreich abzuschließen. Denn ich glaube, die vierte Mission, oder so, ich glaube sogar in jeder Welt ist es so, die vierte Mission ist eigentlich immer, sammle die 8 roten Münzen und ich glaube, darum wird es jetzt auch gehen. Und genauso ist es. Aber zunächst, bevor wir die 8 roten Münzen uns greifen, können wir erstmal die 100 gelben Münzen machen. Denn das ist ja unser Plan eigentlich jedes Mal, dass wir die gelben Münzen mit den roten Münzen verknüpfen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall gleich abtauchen. Denn hier befinden sich schon rote Münzen gleich zu Beginn. Also da ist zumindest mal eine. Da oben ist dann die zweite. Und wir müssen sowieso alles erkunden. Denn wir brauchen ja noch den Rest der Münzen, der 100 gelben. So, jetzt mach endlich... Ja, Gott sei Dank. Ich wollte nämlich gerade sagen, mach doch endlich mal deine Gosch auf, dass ich da rein kann. Aber er hat endlich geöffnet. Super. Somit wären wir jetzt bei 13 Münzen. So, da hinten müsste sich noch eine rote befinden. Also hier, bei dieser Muschel. Ich hoffe, die erwischt mich jetzt nicht. Und perfekt. So, Nummer 2. Dann gibt es hier oben noch ganz viele gelbe Münzen. Die sollten wir uns natürlich auch noch holen. Und bevor wir den ganzen anderen Rest machen, können wir eigentlich schon in die Höhle. Also wo wir gerade drin waren, da gibt es nämlich noch ein paar blaue Münzen. Und die blauen Münzen, ihr wisst ja, sind sehr, sehr von Vorteil, wenn man das Ganze hier macht. Aber da unten gibt es auch noch eine rote Münze. Also unbedingt die Augen offen halten, Leute. Und ich finde es cool, dass es damals diese Grafik, ja, kann man sagen, Grafikfehler gab. Es sind ja keine Fehler. Aber man sieht schon von oben, wo die Münzen sich denn befinden, wobei der Gegner eigentlich noch nicht erscheint. Obwohl er eigentlich da ist, aber naja, wie dem auch sei. Okay, haben wir 25, hätten wir hier noch ein paar. Die sollten wir uns natürlich auch noch alle holen, bevor wir irgendwas anders machen. Okay, der Pilz ist schon gespawnt, also das Leben. So, ich brauche mal ein bisschen Grafik hier, dankeschön. Ein bisschen Kameraperspektive. Damit wir auch jede einzelne Münze bekommen. So, Leben, wo willst du eigentlich immer hin? Also das Leben geht immer so weit weg. Es ist unglaublich. So, kann ich mir das noch holen? Ja, hat noch geklappt. Hat noch geklappt. Ich dachte, ich verpasse es jetzt gerade noch so. Aber nee, hat funktioniert. So, und hier befindet sich nämlich dieser komische Schalterblock.
den wir aktivieren müssen für unsere blauen Münzen. Natürlich bleiben die nicht ewig da. Aber hier gibt es immerhin schon 30 Stück. Wow. Das finde ich heftig. Also 30 Münzen gleich am Stück finde ich wirklich geil. Die Goombas geben natürlich auch jeweils noch eine einzige Münze ab. Und ich glaube, das war es auch hier mit den Goombas, oder? Da hinten gibt es übrigens einen grünen Block, den wir aber leider noch nicht betätigen können. Denn dazu fehlt uns noch ein bestimmtes Item. Das kommt aber erst im Verlauf des Spiels noch zum Vorschein. Somit können wir auch diese Welt nicht zu 100% abschließen. Denn da wird uns noch dieses grüne Ding fehlen. Aber egal, egal. Wir können ja dann zum Schluss mal wieder nochmal herkommen und uns dann hier den letzten Stern grabben. Weil den letzten Stern kriegen wir nicht ohne dieses Ding. Aber wir haben ja massig Zeit der Welt. Also wir schaffen das locker, meine Freunde. Wir schaffen das locker. Und dann sind wir hier unten, glaube ich, fertig. Den Stern da in der Mitte können wir leider nicht holen. Denn dazu brauchen wir, wie gesagt, schon ein anderes Item dafür. Weil Mario kommt da nicht rein. Er ist einfach viel zu leicht. Okay, dann müsste sich jetzt... Ich glaube, die letzten paar Münzen müssten sich hier oben befinden. Aber da werden wir gleich mal nachschauen. Hier gibt es irgendwo noch eine Muschel, die ist unter Wasser. Ah, genau hier. Die hat nämlich auch noch eine rote Münze. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und wenn wir das gemacht haben, können wir uns auch gleich dann der Bombe widmen. Unserem Buddy, der wo da drüben ist. Weil der aktiviert uns nämlich dann unsere wundervolle Bombe. So, Buddy. Hallo, wie geht's dir, mein Freund? Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Na dann, mach doch mal bitte auf, damit wir auch endlich mal ein bisschen schneller zu diesem Schiff kommen. Weil wir müssen da noch ein bisschen öfter hin. Als nur einmal. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Nein, ich will aber noch nicht. Ich will noch nicht, denn ich will hier oben erstmal die Münze haben. Die will ich als erstes haben. So. Dann hätten wir 5 und ja klar, und jetzt verletze ich mich auf einmal. Jetzt verletze ich mich von so einer dusseligen Höhe. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Hier gibt es noch ein paar gelbe. Da vorne gibt es, glaube ich, noch den Rest von den gelben Münzen. Und wie viele Münzen gibt es jetzt noch auf dem Schiff? Auf dem Schiff befinden sich die letzten roten Münzen. Müssten 3 Stück sein, genau. Also... Ja, ich glaube, da müsste ich eigentlich fast alle einsammeln. Also zumindest den größten Teil. Ich glaube, in dieser ganzen Welt gibt es nur 104 Münzen. Und das ist verdammt wenig, Leute. Das ist verdammt wenig. Und somit hätten wir auch den 100-Münzstern in der Tasche. Jetzt muss ich den natürlich nur... Ja, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, jetzt muss ich den natürlich nur noch bekommen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, Spielstand speichern. Und dann können wir uns auch die restlichen... Münzen holen von da oben. So, Mario, hast du schön gemacht. Dankeschön. Hier nochmal einer. Und genau 104 Münzen, wie ich gesagt habe. 104 insgesamt. Deswegen sollte man auch keine verpassen. Also 4 Stück kann man verpassen, aber den Rest muss man alles holen. Ansonsten klappt es leider nicht mit den 100 Münzen und dem Stern. Und damit hätten wir es geschafft. Geil. 100 Münzen schon gepackt, 8 rote Münzen gepackt. Und jetzt fehlt nur noch eine einzige Mission in dieser Welt und dann könnten wir auch schon die nächste machen, denn wie gesagt, also den 6. Stern kriegen wir leider hier noch nicht und die vorletzte Mission ist Fliege zu den Steinsäulen. Ja, okay, das sollten wir noch hinkriegen. Das kriegen wir, glaube ich, noch in diesem Part hin, denn dafür müssen wir einfach zu diesen Steinsäulen da vorne, weil andere gibt's nicht, bis auf die eine, wo die rote Münze zu sehen war und den haben wir ja schon abgeklappert. Somit können wir das, glaube ich, echt noch schaffen in diesem Part. Wichtig ist nur, bei diesen Säulen, man sollte sich nicht zu tief schießen, weil Mario kann sich unten nicht festhalten. Denn dafür ist er ein bisschen zu mickrig. Deswegen immer ein bisschen weiter nach oben, damit Mario auch dieses Ding packen kann. Und dann geht's einfach darüber. Und hier ist auch der 5. Stern der Piratenbucht-Panik. Und damit hätten wir es geschafft. Schon beendet. Wirklich, in einem Part fast die ganze Piratenbucht-Panik absolviert. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Aber gewöhnt euch nicht dran, Freunde. Das wird auf jeden Fall nicht so bleiben. Gut, dann können wir jetzt in die nächste Welt gehen. Und zwar wäre das die Schneewelt. Die befindet sich nämlich da drüben. Mit 3 Sternen können wir diese betreten. Dann machen wir das mal auch und aktivieren die glorreiche Tür in die frostige Welt. Oh mein Gott, das wird übel, das wird übel. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Ja, wenigstens etwas. Ja, wenigstens etwas. Und in der Piratenbuchpanik gab es übrigens auch noch einen Toad. Den haben wir jetzt aber leider noch nicht angesprochen. Und ich glaube, hier drin gibt es auch einen. Oder gab es mal da einen? Nee, doch nicht. So, was steht da hier auf der Infotafel? Das wollte ich schon immer mal wissen. Du machst einen Rückwärtssalto, wenn du stehend den Z-Knopf gedrückt hältst und dann
den A-Knopf betätigst. Seitwärts-Saltos führst du aus, indem du den Analogstick entgegen deiner Laufrichtung bewegst und springst. Wow, ein paar hilfreiche Tipps. So, und hier befinden sich drei Gemälde. Alle drei zeigen eigentlich das Gleiche.